auf diesem Vektorgrafikbildschirm ein VT11, der an einem PDP11 angeschlossen ist, der unter dem Betriebssystem RT11 läuft, zeige ich jetzt die berühmte Mondlandung, die erste Mondlandung von Apollo 11 im Jahre 1969. Ich fahre näher ran an den Bildschirm, damit man die Details besser erkennen kann. Die Landung wird gestartet und sie beginnt gleich mit der Horrormeldung, dass der Bordcomputer damals mit der Fehlermeldung 1201 und 1202 ausgefallen ist. Man sieht die Raumfähre, die Landefähre, wie sie von oben heruntersinkt, und ich steuere die Landung mit einem Lichtgriffel, mit dem ich sowohl die Bremszündung als auch die Lagedüsen steuern kann und mit dem ich auch mir beeinflussen kann, was hier oben an Parametern angezeigt wird. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich will wissen, wie viel Treibstoff ich noch habe, denn das war ja damals auch eine Geschichte, dass die, als sie gelandet waren, gerade noch für 22 Sekunden Treibstoff zum Bremsen hatten. Ich muss jetzt hier eingreifen, um die Horizontalgeschwindigkeit etwas negativ zu machen, dass ich von diesem Abhang wegkomme. Die Vertikalgeschwindigkeit, die muss natürlich auch klein werden. Und ich muss mit einer niedrigen Geschwindigkeit mich der Mondoberfläche nähern. Wenn ich eine Höhe unter 400 Fuß habe, dann sehe ich die Mondoberfläche in groß und kann mir eine geeignete Landestelle aussuchen. Also jetzt will ich zum Beispiel, muss ich gucken, dass das nicht so schnell geht, und ich will hier landen. Das heißt, ich muss jetzt also die Horizontalgeschwindigkeit wieder positiv machen, etwas, richte die Fähre auf und muss gucken, dass ich nicht hier in dieser Geröllhalde landet, das heißt, ich habe jetzt die Vertikalgeschwindigkeit durch entsprechende Bremsdüsen praktisch auf Null gebracht, kann jetzt also hier langsam rüberschippern. Wenn ich da denn angekommen bin, also Treibstoff habe ich auch noch im Moment, und wenn ich da denn angekommen bin, dann muss ich natürlich die Horizontalgeschwindigkeit zu Null machen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gebremst. Das heißt, das Raumschiff, die Landefähre geht wieder nach oben etwas. Aber das könnte jetzt ganz gut werden. Die Fähre muss natürlich senkrecht sein. So, jetzt wird es spannend. Eine perfekte Landung, das gelingt einem nicht häufig. Das ist eben dann perfekt, wenn die Landegeschwindigkeit niedrig genug ist und man sieht, dass Neil Armstrong die Landefähre verlässt und das tut, was die Amerikaner immer gerne tun, wenn sie irgendwo gelandet sind, ihre Fahne aufstellen und dann irgendeinen pseudophilosophischen Spruch dreschen. Den hatte sich damals natürlich nicht ausgedacht, sondern das war vorformuliert gewesen. Und man sieht, wenn es schief gegangen wäre, es geht immer wieder von vorne los und man kann das beliebig oft wiederholen. Es braucht eben einen Abend, bis man es hinkriegt.